Also wir haben das Schwarze Miso kennengelernt, haben festgestellt, dass das sehr nahe an einer schwarzen Oliven-Tapenade ist. Und da war die Idee geboren, einen Brückenschlag zu machen zwischen japanischer und italienischer Küche. In diesem Big Green Egg, also diesem Holzkohlengrill, grillen wir die Fjordforelle. Dazu gibt es dann eben ein Dashi. Es gibt dieses schwarze Miso als Paste und eben dann Mairübe und die schwarzen Oliven als Komponente, als überbrückende Komponente.